Heute wird's traditionell. Ich bin beim Banlü Handicrafts Learning Center, außerhalb von Nong Khiao, etwa eine halbe Stunde entfernt. Ich bin heute auch wieder nicht alleine hier. Ich bin hier mit meiner Mama Malis und gemeinsam werden wir lernen, mit Bambus zu weben. Und wenn das interessant für dich klingt, dann bleib doch einfach mal dran. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Ich bin heute, wie gesagt, im Banlü Handicrafts Learning Center mit meiner Mama Malis. Sie ist hier hinter mir, wird schon ein bisschen gebrieft, was heute hier passiert. Heute lernen wir halt mit Bambus zu weben. Das ist so ein Halbtags-Workshop. Ja, ich bin gespannt, wie geschickt wir uns damit anstellen oder auch ungeschickt. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Also, lass auf jeden Fall schon mal direkt ein Abo da und dann schauen wir mal, wie der Tag so geht hier heute. Der Herr hinter mir, der bereitet die Bambusfasern vor. Also, er spaltet den Bambus und schneidet ihn ganz, ganz fein in kleine Streifen. Und die werden dann auch noch aufgeweicht in Wasser, so dass man die dann auch gut weben kann. Und dass wir uns auch nicht die Finger daran schneiden. Und Mama Malis bekommt hier noch eine kleine Einführung in Baumwolle nebenbei, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Ich werde jetzt versuchen, so einen Korb zu machen. Und Mama Malis wird versucht, so einen Teebeutel zu machen. Ihre Fasern werden noch vorbereitet und ich darf mich jetzt schon mal beim Weben beweisen oder rumstümpern. Schauen wir einfach mal. Mir wurde schon mal so das, ich sag mal, das Fundament wurde mir gewebt und da muss ich jetzt weitere Fasern einweben. Ich bin sehr gespannt. So, das Fundament von meinem Korb ist schon mal fertig. Hier ist es. Wunderschön, nicht wahr? Und jetzt wird da hoffentlich richtig ein Korb draus. Schauen wir mal. Wie läuft es bei dir? Ja, das Fundament. Ist natürlich aufwendiger, dauert länger, weil es ja ein bisschen friemeliger ist. Ja. Aber es geht. Okay. Es geht. Siehst du schon den Tee da drin? Ja, ich sehe schon meinen Tee. Sehr gut. Dann weiter geht's. Ja? Das sieht langsam ein bisschen aus wie ein Korb. Ja. Also, es wurde mir immer mal zwischendurch geholfen, weil es gibt so ein paar kritische Ecken hier, wo das Bambus dann auch mal brechen kann. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach. Wie sieht es bei dir aus? Ja, auch. Er hilft uns ja so gut. Ist ein guter Meister hier. Ja, doch. Das ist ja ein Handwerk. Das ist einfach. Einfach toll. Und er gibt jederzeit Hilfestellung. Das brauchen wir ja auch noch. Ich auf jeden Fall. Wir sind seine Schüler. Ne? Er ist der Meister und wir sind die Schüler. Ja. Ja, aber er macht das ganz, ganz toll. Ich hoffe, ich habe das für den Meister richtig gemacht. Denken bestimmt auch, was sind die ungeschickt. Aber sie sind geduldig an der Ausbildung, ne? Das muss man sagen. Guck mal, sieht doch schon mal wie fast ein Teesieb aus, oder? So soll es mal später aussehen. Ich denke mal, das kriege ich auch noch hin, oder?
ist, denke ich. Das ja. Essen. Sieht doch schon fast fertig aus. So ein bisschen noch oben drum. Das zeigt er mir auch noch, wie das geht. Vielleicht macht er das ja auch fertig für mich. Ja, mein Wunsch, ne? Ja, mal gucken. Bis jetzt, finde ich, habe ich mich schon tapfer geschlagen. Und du auch. Ganz toll hier mit dem Korb. Wahnsinn. Oh, das ist nett, dass du das sagst. Doch, der sieht gut aus. Ich meine, wir haben ja unseren Meister. Er macht das, er hilft uns. Er lässt uns ja nicht im Stich. Was macht ihr hier? Ja, wir machen eine Verstärkung, des, ja, damit der oberste Teil halten soll. Und ding, ding, ding. Was? Ding, ding. Oh, oh. Ding, 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 ding. So, siehst du, richtig festmachen hier. Aha. Wir beide haben es gemacht. Mit seiner Hilfe haben wir sowas Tolles geschafft. Und, was war jetzt die größte Herausforderung? Erstmal, das Wedeln ist eigentlich einfach, aber das erfordert unwahrscheinlich viel Kraft und Konzentration, Kraft in den Händen, Konzentration und dann auch jetzt am Ende hier. Also ist einfach die Art des Wedelns. Für ihn ist es einfach, für mich ja, ein Lernprozess. So, auch mein Korb nimmt langsam Form an. Mhm. So sieht das jetzt mittlerweile aus. Wenn der Meister das macht. Ja. Der Meister hilft jetzt da, den Übergang zu machen. Sonst mache ich wahrscheinlich alles kaputt. Ah, okay, jetzt muss ich wieder ran. Jetzt mache ich den Übergang. Genau. Jetzt der Übergang. Also bis jetzt war das sehr grobmaschig und jetzt hier dicht beieinander, sodass das dann am Ende irgendwie so aussieht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, das Körbchen ist im Prinzip fast fertig. Jetzt kommt noch der Übergang für den Rand hier oben. Und das sieht gar nicht so einfach aus, muss ich ehrlich sagen. Da muss der Meister mal wieder ran. Mein Korb ist fast fertig jetzt. Jetzt kommen nur noch die Griffe ran. Hier solche kleinen Griffe hier oben. Und dann sieht das aus wie von einem Profi gefertigt natürlich. Mal abgesehen davon, dass mein Korb größer ist als die laotischen Körbe, weil ich meinen einfach nicht eng genug zusammengedrückt hatte. Also hier unten am unteren Teil. Dementsprechend ist mein Korb, ja, bisschen größer, bisschen bauchiger, aber ich denke mal für den ersten Versuch ganz okay. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Korb gewebt aus Bambus. Ich bin jetzt ein echter Handwerker, glaube ich. Also das ist gar nicht so einfach, muss man mal ganz klar sagen. Das Endprodukt, das sieht einfacher aus als die eigentliche Arbeit. Also ich habe jetzt wirklich einen halben Tag dafür gebraucht, für einen Korb. Jemand, der geübt ist, der braucht für einen so einen Korb eine Stunde. Also, ich bin natürlich ganz nah dran, aber ein, zweimal muss ich es wahrscheinlich noch machen. Vor allem der Abschluss war gar nicht so einfach. Also hier die Griffe hier oben, das war so eine Knotentechnik. Keine Ahnung, da habe ich gefühlt ewig für gebraucht, um das irgendwie einigermaßen hinzubekommen. Aber ich habe es geschafft, wir haben es geschafft, ich habe meinen Korb. Mutti hat ihr Teesieb, ich weiß jetzt nicht, wo sie es hingetan hat, wahrscheinlich schon eingesteckt. Jetzt geht's zurück nach Nong Khiao und wer natürlich Bock hat, auch mal so einen Workshop zu machen, das verlinke ich auch in der Video-Description, einfach mal auschecken. Ja, das war's dann auch erstmal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen und natürlich auch ein Abo, ne? Also sofort jetzt abonnieren. Auch gerne einen Kommentar hinterlassen und dann war's das, wie gesagt, jetzt erstmal. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald. Erstmal.